Aber zuerst drehen wir den Spieß um. Statt uns gleich zu erkennen zu geben, liegen wir im verdunkelten Van auf der Lauer. Unsere Zielscheibe? Hans Paul, der bekannteste Paparazzo Deutschlands. Zumindest laut diverser Zeitungen. Was für ein Profi er ist, erfahren wir relativ schnell. Morgen, Hans. Moin. TV, Fernsehen, wa? Guter Hinweis, ja. Hast du den Ton auch dabei? Also. Vor dem geschulten Paparazzo-Auge ist eben keiner sicher. Aber wie gefällt es ihm, ohne sein Wissen fotografiert zu werden? Solange die Fotos nicht im Internet landen, ist in Ordnung. Ich kenne euch ja, ihr packt die Bilder nicht ins Internet. Aber wenn jetzt draußen hier einer steht und fotografiert mich, ja, und ich weiß nicht, wer das ist, ne, dann habe ich echt ein komisches Gefühl. Also mir war es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm, dir aufzulauern, aber das ist dein Tagesgeschäft, oder? Ist doch, dein Beruf, hm? Du bist doch Journalist. Naja, aber ich frage ja vorher die Leute, ja, ob sie mit mir drehen wollen. Wir dokumentieren das Tagesgeschehen, ja, und Prominente haben sich nun mal öffentlich gemacht. Und Hans Paul hat es zu seiner Aufgabe gemacht, sie zu jagen. Hohe Gagen ziehen Deutschlands bekanntesten Paparazzo in den 90ern nach Sydney und L.A. Arnie, Pamela, Leo und Giselle, er hatte sie schon alle. Aber sind Prominente einfach zum Abschuss freigegeben? 1997 starb Lady Diana, von Paparazzi in den Tod gejagt. Deshalb fragen wir, wie weit darf man für ein Foto gehen? Ich habe selber in Nizza erlebt, als wir hinter Brad Pitt und Angelina Jolie hier waren. Da gibt der Fahrer so ein Gas, fährt über rote Ampeln. Ja, da setzt plötzlich das Hirn aus und ein Jagdfieber entsteht im Verfolgten wie im Folgenden. Ja, also das, wie verrückt ist das? Da verliert man jede Vernunft. Das Foto hat eben höchste Priorität. Dabei geht es bei weitem nicht immer nur um Topstars. An wem sind wir heute dran? An Jürgen. Weißt du, wer Jürgen ist? Nee. Angeblich soll es Jenny Elvers Freund sein. Freunde von Promis reichen also auch schon. Aber hält Hans Paul denen dann einfach die Kamera ins Gesicht? Oder welche fiesen Tricks nutzt ein Paparazzo, um an Fotos zu kommen? Okay. Was nennen Sie denn fies? Na, welches Equipment hast du denn dabei? Oh, was ich da habe, ja. Weihnachten kommt ja jedes Jahr. Ich bin auch ein Zusteller. Einen Schneeanzug, um mich im Schnee zu verstecken. Ein Tarnnetz ist immer sehr praktisch. Da mache ich immer einen auf Rentner. Die Kostüme sind ziemlich skurril. Seine beste Geheimwaffe ist aber ein kleiner Bär. Das wichtigste Instrument ist mein Bruno. Ja? Bruno ist ein Handy, er wird nicht für ernst genommen. Wenn man mich damit sieht, dann fragt er, sag mal, wo ist denn der denn? Ja, sag ich, ist Bruno. Ne? Und dann mache ich immer klick, 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 klick. Ne? Die halten mich für einen Vollidioten. Das ist auch gut. Ich werde unterschätzt, mach mal eine Fotoserie damit. Doch ein wichtiges Ausrüstungsstück fehlt noch. Ein Ultraleichtflugzeug, um die Promi-Grundstücke aus der Luft zu überwachen. Drohnen verbindet jeder gleich mit Kameras. Deshalb tarnt Paul sich als Sportflieger. So schöpft keiner Verdacht und er kann ungestört Luftaufnahme machen. Seine Mission heute: Jürgens Grundstück checken. Doch heute kein Foto aus der Luft für Hans Paul. So Mist aber auch. Thermik, Bodenthermik. Naja, nun. Die Zeit drängelt. Um 14 Uhr müssen wir in Hannover sein. Da geht Jürgens angebliche Freundin, ich weiß nicht, ob es da tickt oder nicht, zum Casting. Ne? Mal sehen, vielleicht erscheint er da auch. Mal sehen, und was passiert. Und dann verfolge ich sie mal weiter. Ja, anders geht's ja nicht. Wir haben jetzt keine Zeit mehr. Richtig legal wären die Luftaufnahmen nicht gewesen. Ein eigener Paparazzi-Paragraph untersagt es, Menschen auf ihren Privatgrundstücken zu fotografieren. Heißt, wäre das gerade fast ein Gesetzesbruch gewesen? Natürlich ist es Gesetzesbruch, ja. Aber ich darf es zwar überfliegen, ja, aber ich darf die Bilder nicht veröffentlichen. Das möchten wir noch einmal ganz genau wissen. Brichst du für deine Bilder das Gesetz? Natürlich, klar, sicher, aber fraglich, das tun die Promis ja auch. Ne? Promis schlagen, die
die werden plötzlich so unangenehm, dass man aufpassen muss. Auch Promis, das sind normale Menschen, das sind keine besonderen Menschen. Die Schandtat des einen rechtfertigt allerdings noch lange nicht die des anderen. Wir fahren nach Hannover zum Casting. Woher wir wissen, dass wir genau um 14 Uhr da sein müssen? Keinen Plan. Aber wir haben da einen leisen Verdacht. Gibt es geheime Absprachen mit Promis? Über 80% aller Geschichten in der Illustrierten sind abgesprochen. Gerade bei so unbekannteren Promis kommt es da manchmal vor, dass die dich engagieren, damit du Fotos von ihnen machst, damit die in die Illus kommen? Ja, selbstverständlich. Nicht nur Unbekannte, auch A-Klasse-Stars. Nachher wollen die noch die Hälfte meines Honorars. Ob diese Geschichte auch abgesprochen ist, will er uns noch nicht sagen. Hans-Paul rüstet sich mit Kamera und Mini-Moped für eine Verfolgungsjagd. Und die soll jeden Moment beginnen. Es geht los. Hans-Paul passt die beiden direkt an der Ausfahrt ab. So richtig eilig scheint es sein Opfer aber nicht zu haben. Um die Chance auf das perfekte Bild zu erhöhen, muss Paparazzo Paul immer gleich mehrere Fotos machen. Deshalb hält er immer wieder die Kamera auf den Wagen. Aber der Promi schleicht, auffällig langsam, im wirren Zickzackkurs durch die Siedlung. Das soll eine Verfolgungsjagd sein? Da, kommt uns entgegen. Der Porsche-Fahrer hat extra noch einmal gewendet. Hier ist doch alles abgesprochen. Das wollen wir von Hans-Paul persönlich hören. Sagst du uns jetzt schon, ob die Geschichte abgesprochen ist gerade? Abgesprochen? Mann, raub mir doch nicht meine letzten Träume. So ein schönes Mädchen, die will noch groß rauskommen. Und wer wartet gleich ums Eck brav auf das nächste Foto? Ein Schmierentheater par excellence. Je unbekannter der Promi, desto wahrscheinlicher sind Absprachen. Jetzt soll Hans-Paul ganz zufällig vor einem Café auf Jürgen und seine angebliche Freundin warten. Die beiden möchten berühmt werden und Hans-Paul liefert die Bilder. Eine Hand wäscht die andere. Doch so fake wie sein Auftrag, so echt können seine Probleme dabei sein. Weil ich jemanden fotografiert habe. Aha. Aha. Und warum? Warum nicht? Für die Presse. Hab ich Sie denn fotografiert? Ja. Nein, habe ich nicht. Haben Sie. Ich habe da drinnen gesessen und Sie haben voll da drauf gezogen. So, und jetzt rufen Sie die Polizei, ja? Wollen Sie tatsächlich die Polizei rufen? Na, dann verschwinde ich mal schnell. Polizei, drohende Passanten, all das ist keine Seltenheit für Paparazzi. Aber die Beute ist bereits gesichert. Aber Hans-Paul hat nicht nur abgesprochene Aufträge. Am Abend wartet ein echter Einsatz in Hannover. Hier soll Bettina Wulff auf einer Karnevalsfeier erscheinen. Das große Foto wäre natürlich, wenn sie mit ihrem Ehemann kommt, da würden die Illustrierten Doppelseiten drucken. Ne? Klingt nach richtiger Paparazzi-Arbeit. Doch es ist kein einfacher Job. Die beiden kennen die Tricks der Fotografen und Hans-Paul eilt seinen Ruf voraus. Immer wieder gibt es Berichte, dass er den Promis zu Leibe rückt, um bessere Bilder schießen zu können. Deshalb fragen wir ihn: Provozierst du Prominente für deine Bilder? Nein, das tue ich nicht. Also noch nie jemanden auch nur so ein bisschen auf die Palme gebracht für ein gutes Foto? Okay, wenn das mal passiert, ja, okay, es kann passieren, dass man entdeckt wird, aber dann habe ich stümperhaft gearbeitet. Heute hält er sich zurück und zeigt sich von seiner zahmen Seite. Okay, ich warte auf meine Frau. Haben Sie denn mit dem kleinen Dackel nichts gesehen hier, ne? Oh nee, komischerweise noch kein Hund. Noch kein Hund. Ist die Bettina Wulff, kommt die auch? Nee, heute ist sie nicht da. Heute, nee, kommt nicht, heute, ne? Ist, ja, ich denke, es liegt auch an zwei, drei Leute, weil sie hat ja einen neuen Freund. Ach so, und deswegen kommt sie nicht? Der ist auch Musiklehrer oder was, ne? Ja, Musiklehrer, ja. Kann sein. Ja, genau. Heute also keine rufschädigenden Bilder von den Wulffs. Aber hast du schon mal das Leben eines Promis zerstört?
eines Promis nicht, nein. Wir dokumentieren das Leben der Promis, das wollen die Promis ja auch. Die Bild-Zeitung hat mal geschrieben, es ist wie, als ob man in einem Paternoster rauffährt. Wir begleiten sie und auch wieder, wenn sie runterkommen, wir begleiten. Heute bleibt der Paternoster leer. Von den Wolfs keine Spur. Enttäuscht wegen Nein, heute Abend? Sowas passiert bei uns jeden Tag. Depressive Menschen sind fehl in unserem Job. Das passiert jeden Tag, manchmal wochenlang. Und plötzlich schießt man das große Foto. Ganz unerwartet. Meistens ist es Zufall. Und wie Hans-Paul dem Zufall auf die Sprünge hilft, haben wir bereits gesehen. Jetzt ist es an der Zeit, zumindest Jürgens Bilder auszuwerten. Beides von vorne, genau hier, pass auf, genau da, da nehmen wir das Beste raus, okay? Ja, guck mal, wie sie lacht, ne? Das kannst du löschen, ne? Wo beide sind. Oh, hier, da gucken, vielleicht ein Kussfoto kriegen wir da nicht, wa? Ne. Spüren wir da wahre Leidenschaft? Warum hat es dann für eine richtige Fotografenkarriere nicht gereicht? Früher habe ich, als ich 18, 20 war, da habe ich nackte Mädchen in der Nachbarschaft fotografiert. Die Ästhetik, die faszinierte mich. Ich fühlte mich schon wie ein Künstler. Heute lache ich nur noch über das. Hoffentlich waren die Fotos damals genauso abgesprochen wie heute. Aber ich brauche eine Umarmung, ich brauche einen Kuss, ich brauche irgendetwas. Ja? Mach mal weiter. Aber mal im Ernst, ist dir deine Zeit nicht zu schade für Z-Promis? Ist doch egal, ist ja nichts zu tun. Ich kriege hier unser Heiligtum in Buchwedel, die Bettina Wolf nicht. Ne? Also mache ich so eine Geschichte. Ne? Und das ist auch nachher irgendwo eine Trophäe, wenn ich diese Fotos in der Illus sehe. Was soll's denn? Ja? Verkaufen, anbieten. Ja? Irgendjemand kauft den Schrott. Am Ende geht es eben doch nur um die Kohle. Und wo bleibt die Moral? Klatsch und Tratsch kann doch keine Sünde sein. Es gibt seitdem es die Menschheit gibt. Ne? Ich lebe, ich sage mir, okay, Lügen, warum nicht? Ja, es macht doch Spaß. Ne? Also du hast nie ein schlechtes Gewissen bei der Arbeit? Nein, es ist ein Märchen. Es ist ein Märchen. Für Hans-Paul ist der Tag zu Ende. Die Lügengeschichten in den Illustrierten gehen weiter. Und um es in Pauls Worten zu sagen, irgendjemand kauft den Schrott.